liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir eine außergewöhnliche leckere Suppe, denn wir machen heute eine Suppe aus Süßkartoffeln und Erdnüssen und das ist richtig lecker. Die mache ich jetzt schon zum dritten Mal und ich habe mir gedacht, davon muss ich unbedingt für euch mal ein Video drehen. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie ich das zubereite, dann bleibt einfach mal dran. Dann starten wir mit einer Zwiebel und zwei Knoblauchzehen. Und wir heizen schon mal einen Topf vor, weil wir gleich die Zwiebel und die Knoblauchzehen darin anrösten werden. Und mehrmals horizontal und mehrmals vertikal einschneiden, damit wir anschließend sehr schön die Zwiebeln fein hacken können. Wenn ihr das Rezept mal nachgemacht habt, schickt mir euch ein Foto unter dem Hashtag natürlich lecker. Zum Beispiel auf Instagram. Das gleiche machen wir mit dem Knoblauch. Auch horizontal und vertikal natürlich einschneiden mehrmals und dann fein runterhacken. So, und ich nehme etwas Olivenöl, ungefähr einen Esslöffel. Und gebe dann einmal die Zwiebeln dazu. In der Zwischenzeit schälen wir einmal unsere Kartoffeln, unsere Süßkartoffeln genauer gesagt, und bereiten die dann auch einmal vor. Und zwar würfen wir die in kleine Stückchen, damit die gleich gut in der Brühe garen können. So, dann gehen wir jetzt hin, schneiden einmal die Enden ab und dann halbieren wir die, vierteln die und dann schneiden wir die in kleine Scheiben, Stücke runter, je nachdem. Jetzt gebe ich hier einmal den Knoblauch dazu und lasse alles nochmal 1-2 Minuten auf dem Herd stehen. Jetzt geben wir einmal die Süßkartoffeln dazu und füllen dann gleich alles mit Brühe auf. Einmal durchrühren. Brühe habe ich hier. Und Wasser nur so viel, bis alles bedeckt ist. Ich nehme hier Gemüsebrühe, weil das ja eine vegane Suppe wird. Und das alles ungefähr 15 bis 20 Minuten köcheln, bis die Süßkartoffeln weich sind. Wie ihr seht, habe ich jetzt angefangen, Erdnüsse zu schälen, beziehungsweise zu poolen. Und wir brauchen eine ganze Ladung voll. Genauen Angaben schreibe ich euch wie immer ins Rezept. Vielleicht sage ich es gleich auch noch. Auf jeden Fall das Rezept in der Infobox unten verlinkt. Findet ihr wie immer auf dem Blog, wo ihr auch weitere tolle Artikel findet. So, in der Zeit, wo ich jetzt hier diese Erdnüsschen geschält habe, es sind 75 Gramm, ist einmal die Süßkartoffel komplett durchgegart. Dann holen wir uns den Topf dazu und wir pürieren das alles erstmal und danach geben wir erst die Erdnüsse dazu. So, und falls ihr euch fragt, warum hat er keine Gewürze dazu gegeben, das ist ganz sinnvoll so. So, aber ihr denkt euch jetzt, warum zur Hölle macht der Babybrei? Da habt ihr auch vollkommen recht, aber wir geben noch Kokosmilch dazu. Und ich hätte sie vielleicht vorher schütteln sollen. Ist jetzt Pech. Aber wir geben eh die ganze Dose dazu. Und das einmal unterrühren, beziehungsweise ihr könnt es auch untermixen und ich sag euch, der Duft ist schon wieder fantastisch hier. So, dann kippen wir jetzt die Erdnüsse hier rein und werden diese dann einmal noch durchpürieren. Ich habe jetzt hier nochmal weitere 5-6 Erdnüsse geschält oder vielleicht waren es auch 8, weiß ich ja nicht mehr. Und die habe ich einfach nur so hingelegt und die hacke ich jetzt einmal durch. Und zwar wird das mein crunchy Topping. Auch wenn noch ein paar ganz, ganz minimal kleine Stückchen von der Erdnuss drin sind in der Suppe. Ich möchte noch gerne was oben drauf haben. Und das bietet sich halt einfach an. Und wir geben noch natürlich Salz rein. Und für einen frischen Kick Limette. Kann ich euch nur empfehlen. 2 Esslöffel. Und dann natürlich Pfeffer. Alles einmal unterrühren, abschmecken und dann einfach nur noch anrichten und gleich mit den gehackten Erdnüssen oben drüber geben. Ja.
Und ihr habt gesehen, diese leckere Erd- und Süßkartoffelsuppe zu machen, ist ganz einfach. Kriegt ihr auf jeden Fall hin. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare, schickt mir ein Foto und am Hashtag natürlich lecker. Ja, und dann bin ich raus und sehen wir uns im nächsten Video wieder.